Na? Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute ist Dienstag, heute ist Vögeltag. Was macht die Liebe? Donald, was macht die Liebe? Danke. Ach, danke, danke, danke. Ist doch keine Antwort hier. Samstag live. Habt ihr geguckt? War gut, ne? Ein bisschen früher waren wir dran. Ich musste es ein bisschen früher einstellen, weil ich hatte keine Zeit da gehabt an dem Tag, dann noch später gehabt. Meine Familie war ja da. Deswegen ein bisschen früher, aber das macht ja nichts. Ihr habt euch ja nichts ausgemacht dann da. Ne? Von der Zeit war es ja genau richtig. Bild war auch wieder schön. War alles gut. Was haben wir hier Neues? Anna hat keine Eier. Sie will nicht, keine Ahnung, da kommt nichts, kommt nichts. Die Frau, ne? Die Frau da. Die Frau mit Cindy und Berg. Wartet ihr hier? Ja. Ich meine, sie sitzt nicht richtig. Sie ist mir viel zu oft draußen. Ne? Sie ist viel zu oft draußen da und. Ja, da. Ne? Da. Ne? Ja, guck, da ist sie wieder, ne? Ja, sie will Ruhestand. Sie will Ruhestand. Ja, muss und separate Käfig. Ja, aber trotzdem kann sie eigentlich normalerweise sitzen. Ne? Wie viele Eier sind sie drin? Fünf. Fünf Eier. Ja. Fünf oder vergessen. Warte, ich guck mal rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Fünf Eier. Aber. Hallo, Swadika. Wie geht's Ihnen? Gut. Das freut mich. Also, sie hat fünf Eier, aber im Live habt ihr auch jetzt gesehen, ne? Sie ist viel zu oft draußen dann da. Ne? Sie macht also keine Anstalten, dass sie da sitzen will. Hm. Aber ich sagte schon, ne? Ich gebe auf den nichts, ne? Dass da Küken kommen, ne? Die sind verdammt schwierig dann. Ne? Und ja, das wird wohl auch wieder jetzt nichts werden. Ne? So, dann Anna, was ist mit dir, Anna? Ja. 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 Nichts mit Eiern, ne? Hoppel, hoppel, ja, aber. Hallo! Sie will nicht. Sie will nicht. Zu viel oder was? Hast du viel? Das hast du schön gemacht. Bist du ein Hund oder was? Die macht wie Hund durch den Club. Schön gemacht. Alles auf die Kamera drauf. Julia! Julia hat sich verändert. Sie will nicht mehr kommen. Sie ist auch sehr oft hier in dem Käfig drin. Zum Eierlegen ist sie noch viel zu jung. Also da ist und geht ja noch kein Hoppeloppel dann da. Ne? Das hat sie auch nicht gemacht dann da. Hm. Also. Aber sie hat sich verändert, muss ich sagen. Also sie ist jetzt nicht mehr so, weiß, dass sie da so kommt dann da und oder was. Ne? Sie will auch Abstand. Komisch. Ne? Sonst kam sie immer, ne? Jetzt. Mag nicht mehr. So. Romeo. Das wäre normal der Hengst hier. Der Hahn. Der Romeo. Nein, nein, das ist zu früh. Die können ja auch erst ab 3 Jahre und. Jetzt, wie alt sind die? Ne? Ja. Also, es ist noch mehrere noch zu früh. Ja. Alexander. Mhm. Hm. Ja, komm her. Komm, Julia, komm. Hopp. 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 Ja, komm her. Bist du komisch geworden, ne? Du bist komisch. Abstand immer hier und nö und lass mich in Ruhe. Ach, ich weiß nicht, ne? Hab schon, weiß da, mit Bohnen und mit. Ne, nein, gar nichts, du. Will nicht, ne? Hm. Irgendeine Veränderung machst du durch, ne? Ja. Ich weiß nicht, weiß.
Aber fit bist, gell? Bist fit, ne? Mhm. Ja. Magst du die Kamera lieber? Die kleine? Die besser? Telefon. Telefon hier. Schön. Okay. Ihr seid auch tröger, ehrlich, du. Die sind am Tröten, du. Wir gehen mal weg hier, ne? Bisschen in die Sonne hier. Bisschen in die Sonne hier mit dir. Hm? Ganz ruhig, ne? Nichts mehr knabbern hier, nichts mehr. Weiß nicht. Sie ist schon gesund, aber sie ist nur langweilig. Mhm. Nicht so taulig, nicht so. Irgendwas hat sie. Tag gekommen. Sie verändert. Tag gekommen. Ja, das kann natürlich auch sein, gell? Das ist natürlich auch möglich, gell? Vielleicht hat sie Tage bekommen, ja, das kann auch sein, ja. Geht das bei Vögeln? Nee, ne? Geht nicht, ne? Aber das kann gut sein, dass es sich da was ändert. Ne? Möglicherweise, man weiß es nicht. Hier! Leonard! Kopf kaputt. Leonard hat sowieso Kopf kaputt. Der hat auch Kopf kaputt, ja. So, die Kaa! Die Baum hier schon kaputt. Ich sehe ihn auch. Ja. Welcher? Ah, das war, hier. Der stand ja noch drin. Gut, 9er Apfel, ja. Der stand ja hier, seitdem wir die Foliere drin hatten. Oh, den haben sie zerstört, ne? Ist klar. Wenn jeden Tag einer daran rumknabbert und es kommen keine neuen Triebe mehr, ne, dann ist das auch tot, ne? Richtig? Daisy. Sabadikap home! Sabadikap home! Hier, da ist Donald. Da ist Donald. Tommy, Arami und Arabella, Cookie haben wir auch hier. Nein, Cookie lassen wir hier. Ne? Da kam auch schon mal ein Kommentar, ob wir die nicht lieber separat setzen sollen. Dann. Nee, also ich glaube. Sie fühlt sich ganz, ganz wohl hier und wenn wir sie jetzt einzeln stecken, so, das wäre ja auch nichts dann da. Ne? So hat sie doch noch wenigstens ein bisschen noch ein paar hier Kumpels noch hier, wa? Ist doch viel angenehmer, als wenn sie dann allein im Käfig ist. Ne? Würde ich doch mal sagen. Also sie bleibt dann da. Ja, Temperatur, es wird warm, es wird Sommer. Wir haben jetzt, oh, geht über 30 Grad, 33, 34 Grad. Gestern Abend hatten wir richtig, als wenn es da jetzt Gewitter käme, richtig schwarz, du, richtig Wind dabei, richtig in der Richtung. Aber es kam wieder nichts runter bei uns. Ich glaube jetzt Con Ken oder was, da war richtig da jetzt Gewitter. Aber bei uns war halt nur wieder Wind und schwarz und gar nichts an Regen. Richtig, Donald? Ah, danke. Wenn du das sagst, dann wird das auch stimmen, was du sagst, gell? Alter Hengst hier. Guten Appetit. Jetzt haben wir die Kap home. Ja. Jetzt haben wir die Kap home. Hallo, bitte. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, haben wir alle drauf, ja? Gut. Hallo, heute ist Vögelvideo, kein Welpenvideo, das kommt morgen. Oh, schade, alle verkauft, oh. Alle weg. Oh, schade. Ich hab's euch gesagt. Ja, lasst euch schmecken hier. 4 Kilo haben wir schon, gell? 4, ey. Alles kommt morgen. Ciao! Oh. Na, wie geht's? Kleine Rocker.
Komm her, komm. Hopp, hopp, hopp. Okay, gut gemacht. Alter Hengst, was macht die Liebe? Sitzt sie immer noch, wa? Nee. Dann nimm Eier raus. Sowieso Quatsch. Nimm sie alle raus. Weil das bringt ja nichts mehr. Ja, tschüss, bisschen, aber. Ja, ist ja vorbei. Ist ja vorbei. Wie viele Wochen sind es? 6 Wochen schon? Ja, Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. So lange sitzt ja kein Vogel. Kaputt. Ja, klar. Ja, klar, sind die schon kaputt. Na, das ist ja Quatsch. Oder die Eier nicht gesund. Oder der Hahn ist noch nicht alt genug. Ne? Man weiß es nicht. Ja, wir können ja gleich mal gucken noch. Wir können ja gleich noch mal gucken. So, hier andere Vogel. Eng, ne? Nein, nicht. Keine drin. Nee, aber ich sitze da nicht. Ja. Nicht so was. Da ist nichts mehr drin. Die sind tot. Kann ja auch nicht nach der Zeit. Guck mal. Ja, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist der Hahn noch nicht bereit, nicht gedeckt. Was ist denn los, deine? Na? Hallo, und diese Eier, oder? Ganz schön. Ah, ganz schön. Ganz schön. Kinder. Ja, Kinder. Ja, gut, aber. Hätt mal geguckt, Mann, dann. Da ist nichts drin. Man muss nicht jagen, Leute. Da ist nichts drin. Nützt nichts. Man schon so weit. Ich nehme mit. Nützt nichts. Behet mal. Machen wir neue. Aber richtig hoppel machen, gell? Ja, das bringt wenig, ne? Vom Alter her müsste es aber stimmen, ne? Also, dass die Hähne auch alt genug sind dann da. Ne? Normalerweise, ich weiß das Alter auch nicht genau, ne? Von denen, ne? Die haben ja auch im Dutzend gekauft, ne? Ganzen Schwarm da, ja, haben wir damals gekauft. Ne? Und wie alt die jetzt wirklich sind, keine Ahnung. Na gut. Gut, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Bei Loi. Zu hell hier, ne? Da ist nichts drin. Nee, hat gar nichts drin. Da ist nichts drin. Kaputtler. Diese, nicht. Aber nichts drin. Nicht. Das ist schon schwarz, der. Tockeler. Mhm. Ja, sieht man dann. Die ist ja auch so trocken. Na, das ist besser, das ist besser. Das ist gut, ja. Trocken. Naja, alle tot. Trocken. Alle tot. Ja. Robert und Annalena. Annalena sitzt. Da ist der Robert. Wenn ich da jetzt hingehe, dann kommt er gleich hier. Also er passt gut auf hier. Ich will gucken, wie viele Eier. Ja, ich habe schon geguckt. Robert, das ist da. Robert ist da. Oh, ich mehr, ey. Sie hat so viel. Mehr Böhne. Boah, sind Maschinen, der. Wie viele Eier? Ja, der.
Mehr bringen, ne, Luke, mehr bringen, ne. Man sieht gar nichts. Warte, ich gucke an dir. Fünf. Fünf. Die konnten. Fünf. Ich glaube, du musst mehr von den dicken Stücken reinlegen. Ja, ja. Von den dicken Stücken hier. Fünf. Ich werde nicht. Die, wo nicht legen sollen, ne? Die, wo wirklich, also die wir gar nicht haben wollen, die legen wie verrückt, ehrlich, so wie die Kanickel. Und die anderen weiß, die, wo legen sollen, oh nö. Aber jetzt weißt du auch jetzt, warum die so billig sind, ne? Weil die ehrlich, das sind ja richtig Brutmaschine. Bernd und Bianca und die zwei Küken. Und Bianca sitzt auch schon wieder, ne? Die sitzt auch schon wieder, ehrlich, du. Ja? Weißt du nicht, wie viel Eier? Ah, zwei Küken sind davon. Und ich guck. Sieben! Halt auf. Was ist denn normal? Hier. Schon an. Sieben. Die zwei hier, die drei. Ich bin firm. Dann schießt es dann auch so. Ah. Da. So. Ha, hoch geht. Diese war hier. Wahnsinn. Hast du jetzt. Hast du jetzt von dem Zeug jetzt. Ja, ja, drin? Ganz hip, hip. Ja, gut. Ja. Das darf mit den Füßen nicht mehr jetzt passiert. Ich werde bekloppt von denjenigen, die du nicht haben willst. Ne, ist doch immer so. Hier noch nicht. Da ist schon der Käfig, der neue für die Sonnensittiche. Das muss noch umgestellt werden, aber wir kriegen auch noch was anderes. Kriegen wir auch noch. 3, 4, 5, 6. Erich ist da. Ja, ich werde bekloppt. Der Erich. Vorne er und hinten ich. Das ist der Erich. Genau, mach die mal dick hier. So. Aber schön sieht es auch so. Der hat ja hübsch gemacht hier. Ja. Wir haben ihn hier erstmal in den kleinen Käfig sicherheitshalber reingesteckt. Ist klar, ihr wisst warum. Wir müssen guck mal hinten vom Er. Nicht sehen vom anderen. Ich habe gesagt, was ist das denn? Man hat alle nicht. Er sagt nein. Wenn er Sam hat fünf Eier, nur eine vom Opa, Oma hat. Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich guck mal den Schwanz an. Das muss ich auch noch hier reinzeigen. Hier. Das ist also hier von Erich. Was steht denn überhaupt? Der Sankuno ist klar, Mann ist richtig, ja. Steht auch da jetzt ein Datum dran, wann jetzt geboren? Ne, ne, steht nicht dran, ne? Das wäre interessanter noch. Was hier drauf steht, ne, das steht nicht drauf. Na gut. Was meinst du jetzt? Hinten weiß. Hinten weiß? Da hat auch so die Stempel hinten. Von hier, jeder, hinbei, weiter nicht. Oder? Ich sehe da keinen Weiß. So, ihr seht aber schön aus. Bisschen blau. Auf der Feder. Auf der Feder, die hier. Aha. Ja. Man hat auch hier gar Lärm und so im Käfig. Lock. Das kann der Bernd sicherlich sehen, ich sehe da nichts. Richtig?
Wir sehen ja nichts drauf hier. Also, Jetzele, wie machen wir das jetzt? Wir machen erstmal, ich schneide hier eben noch mal rein, wo wir hier Erich abgeholt haben. Weil da stand auch so ein Auto, genau passend mit der Farbe. Und das musste ich auch unbedingt noch drauf machen, wo wir den Vogel abgeholt haben. Ich schneide das hier mal rein, ich konnte da nicht widerstehen. Was ist das für ein Auto? Was ist das denn für einer hier? Hä? Was machst du denn hier? Siehst du aber auch selten, das sage ich dir mal ehrlich. Also das Audi sowieso selten hier. Und dann noch jetzt ein TT. Das ist schon wirklich ein seltenes Auto in Thailand, das sage ich dir ehrlich. Dumme. Aber wir schweifen vom Thema ab. Wir haben doch heute den Vogel abzuholen. So, der Bus aus Udon Thani, da steht er doch schon hier. Ist der falsche. Der kommt erst um 3 Uhr. Oh, schön knapp geparkt hier, du. Ja? Da passt doch genau drüber hier, du. Herrlich, herrlich. Also, wart noch 10 Minuten, wa? Da kommt er. Naja, 10 vor 3 oder halb 4. Ist schon ein Unterschied, wa? Aber sind wir mal tolerant, Herr Kollege, gell? Wir sind ja nicht in Deutschland hier, von wegen Logistiker. Das hätte ich mir nicht erlauben können mit meinem Daimler. Fast 40 Minuten später geliefert. Jetzt Band 40 Minuten gestanden hier. Scheißegal, sagt er, scheißegal. So wird der Vogel hier hoch. Ja, woher der Vogel? Doch, da ist er. Wo ist der Erich? Hallo Erich. Man sieht ja gar nicht mehr hier. Wo ist der Erich? Okay, wir haben den dazu gebunden, du. Mit Pflaster. Darf man nicht geöffnet, ne? Nein, darf man nicht geöffnet. Das machen wir nicht. Nee. Sag mal her. Weil ich mal sehen kann hier vom Erich hier. Ja. Da ist der Erich hier. Aber du kommst auf jeden Fall nicht in die Folie rein. Im Käfig, ne? Ja. Hallo Bernd! Puh kommt gleich. Puh kommt gleich. Wir sind noch am Suchen vom Alter her, ne, dass das da jetzt passt. Weil er ist schon noch ziemlich jung hier. Und jetzt müssen wir da wieder einen Jungen haben hier. Und Rosi und Erich jetzt, pass auf. Das passt jetzt vom Alter her. Also, wir werden... Wie machen wir das jetzt? Wie sagt die Vogelmama das jetzt? Die Arbeit, ich take us am Jot und Joy. Ja. Ja. Anfangen. Ja. Dann die Erik mit Wiese. Ja. Mit anderen. Ja. Wie sagt, wenn wir take come out, dann die Fighting. Ja. Noch einmal dann dein. Das können wir nicht verantworten. Also. Ja. Die Mördervögel kommen jetzt in dem Großen rein. Der kommt noch auf den Tisch drauf oder was, ne? Der bleibt unten nicht. Ja. Der kommt noch hoch. Und dann kommt George und Joy kommen dann hier rein. So. Das mag auch vielleicht dann mag es besser sein, sowieso auch wegen der Zucht, dass vielleicht das dann auch dann besser wird, ne? So, aber wie gesagt, das ist hier noch nicht der endgültige Käfig. Wir kriegen noch zwei schöne. Kriegen wir noch, und zwar von Mr. Blaine. Aus Sakunakorn, und der hat mir noch zwei schöne große Käfige überlassen. 1,50 Meter hoch, ne? 1,50 Meter hoch, 1 Meter breit oder was, ne? Und zwei Stück davon. Da sind jetzt seine Beos drin, und die will er aber auch dann rausmachen aus dem Käfig. Die kommen in eine richtigen Foliere rein, die wird noch jetzt gebaut, und wenn die dann fertig ist, dann können wir dann die Käfige abholen. Dann wird das hier auch ein bisschen mehr, ja, das ist natürlich ein bisschen kleiner hier, wer dann da, ne? Aber trotzdem, auch dieser hier kostet auch schon mit Versand, waren wir auch bei 1000 Watt, ne? Mit dem Teil dann da, ne? Nee, nicht ordentlich, wenn kaufen muss, wie gesagt. Ich habe das in 800 Watt. Ja, so eine scheiß Arbeit, damit ist scheiße. Um Biegerei alles da.
Na ja, gut, egal. Auf jeden Fall, den haben wir jetzt dann da stehen. Erik ist jetzt noch hier und wir können die jetzt auch so nicht einfangen. Jetzt ist blöd, am besten fängt man die dann nachts ein. Also wenn dunkel ist, dann da, ne? Oh, schon wirklich. Ne? Dann kannst du einfangen dann da. Aber jetzt tagsüber dann da, ne? Dann ist das ein bisschen stressig dann da. Am besten dann eben im Dunkeln. So, also die kommen dann hier rein. Und Erich? Muss er kommt dann einer. Erich, bleibt hier drin. Nein, noch nicht. Muss um, ja. Wenn die kommt. Ja, achso, also jetzt, wenn der andere dann kommt, dann ja, kommt er ja. Dann mit Rosi. Ich glaube, ich komme. Da rein. Also jetzt pass auf. Erich bleibt auch erstmal in den Käfig drin. Rosi kommt in einem anderen Käfig, kommt doch noch einer. Kommt doch noch einer. Und dann kommt Erich und Rosi kommen dann nebeneinander in einem Käfig. So, und wenn die beiden sich dann da mögen und dann knutschi-knutschi machen, kuschen, küssen, dann können die zusammen. Wenn nicht, dann tot. Also, so machen wir das jetzt. Wir machen da keine Experimente mehr. Und wenn das dann, der hat auch zwei Getränke dran, ne? Einer für Lochnik, er fliege weg. Ach, der hatte so ein Ding dran hier mit so einem Ring. Ja. Mm. Ach ja, richtig. Ja. Ah, das Ding jetzt zum... Der war auch bestimmt mal an so einem Ständer dran dann, oder was hier. Mm. Na gut, also. Jetzt, klar? Gut. Mm. Wir können hier keine Experimente jetzt nicht mehr machen, da die Vögel sind teuer. Und wenn die so... Teuer von mir. Ja, wenn die so böse untereinander sind, und gerade wenn jetzt neue da sind, das können wir nicht mehr jetzt verantworten. Wir müssen das anders machen dann. Also, auf jeden Fall, es kommen, wenn hier noch einer kommt, dann ist das auch noch nicht richtig. Dann, das ist nur dann provisorisch da. Aber die richtigen zwei großen Käfige kommen dann. Stimmt hier. Ne? Also, so machen wir das jetzt. Wahrscheinlich müssen wir dann aber dann hier noch zumachen, ne? Ja. Dann müssen wir eine Wand noch zumachen, wenn die dann hier stehen. Dann können wir die nicht offen lassen hier, ne? Weil dann kommt zu viel Zugluft. Ja. Auch wieder zumachen damit Blech, ne? Ja. Oder? Kann das nicht warten. Ich hab auch schon warten. Netz? Nicht Plastik. Nee, dann machen wir schon damit. Ne? Das machen wir schon richtig. Ne? Nicht wieder mit Plastik anfangen, dann ist der Blödsinn. Das müssen wir nicht machen. So. Also, bei dir müssen wir noch gucken, dass wir einen finden hier. Eine Kuh. Und dann wird das hier alles ein bisschen anders aufgebaut hier. Ja, ihr Mörder hier. Wo sind die zwei Mörder? Hier. Da sind die zwei. Da sind die zwei Mörder hier. Mörder für die. Also, es wird anders hier drin werden. Wir werden auch nicht mehr so viele hier freifliegen. Das machen wir dann nicht mehr. So, und ihr zwei sowieso weg hier. So, George und Joy. Ihr zwei. Da, du und du hier. Richtig? Also, dann wird das hier anders werden hier. Ja, Mörder. Ja. So schön wie sie sind, ne? Aber so böse sind sie auch da. Man glaubt es nicht, ne? Selbe Art, ne? Selbe Art, ne? Die morgen, ich go to Käfig, ne? Ja. Weiß nicht, was ist das los? Alle kommen. Ja. Mörder. Mhm. Ja. Da ist halt nichts hier mit Toleranz und Welcome, ist hier nichts hier. Die wollen das nicht. Gibt's im Tierreich nicht sowas. Toleranz. Welcome. Machen sie nicht. Gut, dann würden wir sagen, war's das für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und die Mördervögel aus Thailand.
Und tschüssli. Und tschüssli. Ciao.